Weiter geht's heute mit Need for Speed Unbound. Wir haben einen tollen Treffpunkt und wir wollen heute die schwere 8 meistern. Ja. 4 Autos sieht das so aus, oder was? Sind das 4 Autos? Hört sich das richtig? Wir kriegen 18.000, Fahrerstufenerhöhung um 2. Gut, die kommen wir relativ schnell, die sind wieder weg. Aber wir haben Kohle. Ja, die nehmen wir mit, auf jeden Fall. Gut, dann holen wir uns die Money. Wenn jetzt nichts auch irgendwo dramatisch dazwischen kommt. Speedy, wir müssen reden. Das will was? Gar nicht hören. Du musst dich mehr anstrengen, wenn du in der Quali auffallen willst. Besseres Auto, mehr Geld. Los, los, mach schon. Du hast recht, nicht sehr aufmunternd. Hey, jeder Manager muss auch schlechte Nachrichten überbringen. Die gute Nachricht? Vor der Quali gibt's genug Gelegenheiten. Du könntest etwas mehr Enthusiasmus für die gute Nachricht zeigen. Sei dein besseres Ich. Sei die beste Person, von der du tief im Inneren weißt, dass du sie sein kannst. Besser? Ciao, Tess. Wieder, wenn jetzt nichts Dramatisches auf zukommt, dazwischen kommt, ist es durchaus möglich, machbar. So, gucken wir mal auf die Rivalen. Chilton, Boost, Ross, Justicia, Obi, Dalloway, also nichts allzu Besonderes. Justicia hat schon 100, hat schon 208. What? Haben wir denn überhaupt in Runden 3? Gut, wenn die Asi mal auf Asi spielen zu müssen, mache ich das. Baru führt, okay? Bitte!
Naja, Varu hat gewonnen. Varu hat das Ding gewonnen. Der werde ich wahrscheinlich keiner. Was hat denn der? Ja, gut, 9000 irgendwas sonst, ne? Das T-Shirt, ja, die haben gar nichts. Ja, gut, die letzten vier kriegen ja gar nichts. Schön, Obi! Mir wurde gesagt, du wärst gut! Schön, Obi, hast mir schön im Weg gestanden! Wäre echt peinlich, gegen dich zu verlieren! Du verarschst mich doch! Schaut euch diese Idioten an! Diese Frisur, ich weiß ja nicht. Du wirst nicht lang vorn sein. Diese Straßenratte meint, sie kann fliegen. Alles klar, dann mache ich jetzt wohl mal ernst. Del Rey war vorne. Mebu ist es vorne. Den hab ich jetzt. Jetzt hab ich ihn. Bitte, lass mich gewinnen. Ich brauch das Geld. Verliert sie nicht. Sieh mich an. Ja, wir haben es im zweiten Versuch. Die schwere Acht gemeistert. Wir holen uns die Kohle. Ross raus. Chilton Del Rey. Die war, Dirk hat er geführt eine ganze Weile. Und das ist das CGI, die eigentlich die stärkste Auto im Feld hat. Gewinnt nicht. Ja, jetzt haben wir irgendwas mit Allrad gegen uns. Einer fällt noch hinter mir her. Zwei fahren noch hinter mir. Zentrale Ziel ist jetzt auf dem Freeway. Einer ist noch hinter mir. Gar keiner mehr hinter mir. Die haben. Douglas Park verschwunden. Verfolge wieder. Keine Fehler mehr. Oh, da unten.
Das Ziel fährt echt furchtbar. Achtung, Subjekt unterwegs Richtung Southland Drive. Ah, was ist das mit Rasen? Jetzt habe ich wieder drei Kopf dran an der Backe. Na, tschüss. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Man fliegt Autos nicht, man fährt sie. Schlechte Neuigkeiten. Ziel ist weg. Dieser Punk ist irgendwo auf Southland Drive verschwunden. Finden Sie das Ziel. Ich will nach Hause. Zentrale 2440 ist schon lange über alle Berge. So, die 250 nehmen wir mit. Hey Speedy! Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Hat jemals jemand einfach nur gute Neuigkeiten? Die gute Neuigkeit? Yes, ist bei der Quali dabei. Die schlechte Neuigkeit? Ich weiß nicht, ob sie fährt. Vielleicht soll ihre Crew erst die Konkurrenz ausdünnen. Voll, das ist so vorhersehbar. Jedenfalls musst du immer noch eine Menge Kohle in den Wagen stecken. Dann mal an die Arbeit. Du bist ein Star. Sowas von fleißig. Wir sehen uns heute Abend. Peace. Ja, Kohle in den Wagen stecken ist immer eine gute Idee. Eigentlich wollte ich mir ein neues Auto zusammensparen, mal irgendwann. Wir haben jetzt 28.000. Ja, fast 29 sogar. Und gehen in die Nacht. Klingt so, als ob Yas Crew darauf setzt, dass sie das Grant gewinnt und Alex Preisgeld gleich wieder in seine eigene Tasche fließt. Ganz schöner Druck. Na, sie versucht die falschen Leute zu beeindrucken. Ihrer Crew ist sie egal. Die wollen nur das Geld. Das Geld? Das kann ich verstehen. Das. War nur ein Spaß. Gut, da sind jetzt einige Autos dabei, na, die mich nicht so interessieren. Wir können uns bis zum Pontiac, bis zum Nissan Fairlady alles leisten. Aber ja, dann erstmal nicht mehr. Und mein Ziel ist es eigentlich der X7. So, Leistung. Wir können jetzt auf A+ gehen. Deswegen, wie gesagt. So, okay. Ja, die ist auch nicht ganz drüber. ...206 könnte ich jetzt mehr was freischalten. Nee. Wir können erstmal noch nicht ganz auf... Wir kaufen das Teil. Ausrüsten. Jetzt haben wir noch 9.000. Was habe ich denn überhaupt drin? Straßenfahrwerk nur. Da haben wir noch nicht die Kohle. Ja, wir können auch gar keine Super freischalten. Dann nehmen wir jetzt mal das Ding rein. Thank you.
Und nehmen wir das rein. So, stecken wir die Kohle ein bisschen in den Clips, damit wir den jetzt auf. Jetzt haben wir den zumindest schon mal auf Tier 207. Jetzt haben wir den, auf niedrigster, was heißt niedrigster Stufe, aber wir haben jetzt erstmal den auf. Auf höchster A-Stufe, so ist es richtig. Und damit haben wir die Möglichkeit auch mit den größeren Gezeiten. Mit Jessica zum Beispiel, die ja auch schon. Ja, ein bisschen was. Die ja auch schon auf 208 oder so war, glaube ich, vom Dings her, oder 206. So, gut. Der Winnige City Sprint, den werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier bei Let's Play Need for Speed Unbound. Und bis dann.